Jo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Schön, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Wir reagieren nämlich jetzt auf ein elegantes Video von meinem guten Kollegen, dem CEO. Diese YouTuber kennt heute niemand mehr. Oh oh, rein da, Abfahrt. Abgestürzte YouTuber! Ja, es gibt okay, einmal alle taub. Die sowas von dermaßen gehypt sind, dass man sich YouTube ohne sie gar nicht vorstellen kann. Doch natürlich kann jeder Hype mal zu Ende gehen und tatsächlich gibt es heute Kanäle, die keine Sau mehr kennen. Beziehungsweise halt Kanäle, die man voll vergessen hat. Doch bevor jetzt einer schreibt, hey CEO, du hast doch das Format, das traurige Ende von, was soll denn jetzt dieses Video hier? Naja, es gibt halt Kanäle, zu denen kann ich kein gesondertes Video. Lol, ich wundere mich schon, wir haben noch auf Stufe 1,5, der redet ja eh schon so schnell, lol. Gut, dass ich es auch mal feststelle. Abfahrt. Wir machen, wie zum Beispiel bei... Melina Sophie! Ja, kennst du noch Melina? Leck mich am Arsch, war diese Frau gehypt. Jedes Ape-Crime-Video mit ihr ging ab wie Schmidts Katze. Okay, bei Ape-Crime war sie dabei. Ape-Crime, wie wir jetzt wissen, nicht mehr ganz so der Kanal des Vertrauens. Und bei Julian Bam, Bruder, 5,8 und 7,6 Millionen Aufrufe. Bruder. Hoffentlich bist du nicht da drin. Ich war ja noch nie relevant. Ist ein Unterschied. In jedem Julian Bam-Video mit ihr dachte man sich... Meine Güte, geht ab. Meine Güte, geht ab. Doch, warum eigentlich? Ich meine, wofür war die eigentlich bekannt? Naja, ich wurde auf sie aufmerksam, als sie damals ihren Kanal auf Versehen selbst gelöscht hat. Erst löscht Melina aus Versehen für kurze Zeit ihren Kanal, dann bekommt sie ihn wieder und auf einmal sind all ihre 500.000 Abonnenten weg. Sie war die erste große... Warte. Sie hat 500.000 YouTube-Abonnenten gehabt? Und wie kann man denn aus Versehen seinen Kanal löschen, Chat? Hä? Wie geht das? Wie kann man denn aus Versehen seinen Kanal löschen? Mit 500.000? Bruder, ich würde den ganzen Tag weinen. YouTuberin, die ein Coming-out als Video produziert hat. Ja, das bist du Schlange. Und ansonsten war sie halt einfach bekannt für ihre Art. Allerdings hatte Melina Sophie irgendwann selber keinen Bock mehr und deswegen findet man auf ihrem millionenschweren Kanal keine Videos mehr. Von daher kann ich ihre Geschichte nicht analysieren und alles so von hinten bis vorne durchgehen, was so passiert ist, weil ist halt alles weg und deswegen gibt's auch kein trauriges Ende. Hä? Chat, aber sie hat 1 Million Abonnenten bei YouTube gehabt, wenn wir das jetzt glauben, was CEO da sagt? Und dann entscheidet man sich von heute auf morgen, man hat keine Lust mehr? Boah, schwierig. Das ist schade, ne? So viel Potenzial, so viele Fans auch, die das alles gefeiert haben. Heftig, okay, krass. Von bei ihr. Oder, jetzt bin ich gespannt, kennst du noch Top 10? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen. Ja, das war der erfolgreichste Kanal von dem YouTube-Netzwerk Mediakraft. Dort wurden eigentlich nur Toplisten hochgeladen, aber diese waren super erfolgreich und hatten gerne mal mehrere Millionen Aufrufe. Aber ja, 2018, als Mediakraft zu Ende ging, ging auch dieser Kanal zu Ende und deswegen kennt den heute keiner mehr, aber 2013 war das der Kanal schlechthin. Bei dem Kanal zum Beispiel sind doch alle Videos da, aber es ist halt ein Faktenkanal, irgendwie, was soll man da analysieren, es ist halt unspannend. Da ergibt einfach auch ein trauriges Ende von keinen Sinn. Doch von solchen Beispielen habe ich heute jede Menge mitgebracht. Manche davon waren sehr bekannt, andere ein bisschen weniger. Diese Cutscenes von ihm, wo er sich irgendwo im Bild versteckt, sind einfach auch legendär geschnitten. Aber trotzdem in der Szene schon ein Begriff. Also schreib du mir gerne mal, wie viele du davon kennst und ein Traum wäre es natürlich, wenn irgendwer von euch tatsächlich alle Kanäle noch kennt. Aber apropos Traum. Momentan gibt es bei Emma den... Ah, jawohl! Da sind wir wieder. Metascalion, erstmal im Chat, grüß dich, moin, was geht? Easter Sale und somit bis zum 1. April Rabatte von bis zu 50%. Also... Ja, Emma-Matratzen, gönnt euch wirklich. Die sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Gehen wir mal kurz zum Ende. Dann sage ich euch den Code und falls ihr euch bestellen wollt, gönnt euch. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Also klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Ich pinne es aber auch nochmal in den Kommentaren mit an. Okidoki. Gucken wir kurz. Emma-Matratzen-Chat, gönnt euch wirklich, ne? CO5. Also 50% Rabatt gibt es aktuell mit CO5, nochmal 5%. Wenn ihr wirklich Interesse habt, dann gönnt. YouTuber Nummer 1 ist... Ben Laxer. Ja, eine Zeit lang war Ben Laxer der YouTuber schlechthin. Dieser Ort ist wirklich gut. Doch. Ey, Chat, ich habe YouTube mein ganzes Leben lang verfolgt. Ich kenne diesen Kanal nicht. Also keine Ahnung, in was für einer Bubble ich immer geschwebt habe. Keine Ahnung, kennt den einer von euch? Ich bin raus. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Er ist nicht schön. Ich stelle... Aber ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich würde wahrscheinlich meinen Nachbarn nicht mal erkennen, also von daher. Ich stelle mir eher einen Wald vor mit einem Bach, der in den Horizont fließt. Ich mache mir zu viele Gedanken über meinen Content, glaube ich.
Ich sollte ein bisschen chilliger an die Sache rangehen. Und schon habe ich meine Vorstellungen der schönen Welt perfekt verwirklicht. Was ist denn hier los, Alter? What the hell? Ja, die Videos sind mega random, aber das war nun mal das, was das Internet damals sehen wollte. Der Content von ihm war eigentlich durchgehend immer in diesem Stil, also halt einfach random as fuck. Hä? Zumal das ist ja irgendwie eine öffentliche Straße hier auch oder eine Einfahrt zu einer Garage. Das haben doch safe auch Nachbarn und so mitbekommen. Also Chat, wenn ich sehen sollte, dass mein Nachbar sich vor meiner Tür irgendwie in Altpapier wälzt, ich weiß nicht, ich würde mir ein bisschen Sorgen machen, oder? Ich würde mir ein ganz kleines bisschen Sorgen machen. Ich habe das noch nie gesehen, ehrlich, Chat. Ich kenne den Kanal nicht, I don't know. Und tatsächlich war auf seinem Kanal sogar der allererste Auftritt von Katja Krasavice. Nee. Nein, ich habe eine Bildungslücke. Das war ihr erster Auftritt? Als ob. Ist das jetzt ein Scherz? Ich bin der Weltverschönerungsexperte. Und ich verschönere die Welt. Die Welt, so wie sie ist, ist sie gut. Doch sie ist nicht schön. Lisa. Okay, reicht wieder! Aber ja, Ben Axa hat nicht so viele Videos produziert und dann auch irgendwann einfach aufgehört. Warum, weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es aber auch besser so, weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art von Videos irgendwann langweilig geworden wären. Der nächste Kanal ist... Ritchie Studios. Ja, diese drei Jungs haben YouTube Deutschland eine sehr lange Zeit mit... Ach, hier, den kenne ich. Lol, wie sah er denn aus? Also ich habe ihn jetzt trotzdem erkannt. Fabian Grischkat, ne? Dem folge ich auf Instagram, deshalb kenne ich den. Lol. Ich wusste gar nicht, dass er einen YouTube-Kanal mit zwei anderen Boys hatte. Hä, krass. What? Das war deine Jugend, echt? Nee, mir war das nicht bekannt. Verrückt. Mit echt guten Videos versorgt. Und das, by the way, auch nicht ganz unerfolgreich. Also von daher bin ich sehr gespannt, ob du die eventuell sogar kennst. Leider wurden gegen Ende hin die... Alter, wie sah der denn aus? Eventuell sogar kennst. Leider wurden... Alter, das ist eine Rezo-Gedächtnisfrisur. Das sieht gut aus, ne? Aber wird mir leider nicht stehen. Aber die Haare sind fresh. Hätte ich mir früher auch so gemacht. Gegen Ende hin die Videos auch immer schlechter und schlechter geklickt, was natürlich sehr, sehr demotivieren kann. Gerade wenn man ja pro Video ja schon einen guten Aufwand betreibt. Irgendwann wurden die Uploads dann immer unregelmäßiger, bis am Ende dann einfach gar keine Videos mehr kamen. Also es gab niemals irgendwie sowas wie ein Abschiedsvideo. Und bis heute vermissen manche die Jungs. Also ja, so schnell kann's gehen, ne? Feiergodem! Und JF Not Kennedy. Beides waren Meinungsblocker, die eigentlich schon noch recht viele kennen sollten. Feiergodem hatte zum Beispiel auch mal Beef mit Julian Bam. Das war damals irgendwie voll die wilde Sache. Jetzt im Nachhinein ging es eigentlich um gar nicht so viel. In seinem neuesten Video, meine Antwort an Dena, Eblali und noch ein paar mehr, versucht er auf billigste Weise gegen mich zu hetzen. Und das gerade in einem Video, wo es darum geht, dass er nicht möchte, dass gehatet und gehetzt wird. Leichte Doppelmoral. Genau. Und by the way, hat er mir sogar damals ein Lobvideo gewidmet. Theo ist ein echt sympathischer Typ. Ich würde ihm viel mehr Abonnenten und Klicks gönnen, als er aktuell hat, weil er sich verdammt viel Mühe gibt und ich zugegebenerweise schon fast traurig bin, wenn ein Video von ihm endet. Eine Zeit lang liefen die Videos von ihm alle ziemlich gut, aber... Alter, wie der macht aber... Also der hat vor den ganzen Jahren schon gute Klicks gemacht, ne? 240.000, hier 250.000. Hier da oben fast 300.000. Chat, wann machen meine Videos denn mal diese Aufrufe? Nicht eines meiner Videos hat ansatzweise so viele Aufrufe. Mann, Chat, da muss noch was kommen. Weil irgendwann hat er so ein paar eher nicht so gute Entscheidungen getroffen. Neue Formatideen, vielleicht war es auch nicht gut, seinen Avatar zu entfernen und sich halt selbst vor die Kamera zu setzen. Wo man sagen muss, bis zum... Ja, kommt noch, Kuss geht raus. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich mache es natürlich trotzdem weiter. Ich habe da einfach auch Spaß dran, das ist das Ding. Ende hin waren ja immer noch ordentlich viele Leute da, die seinen Content geschaut haben. Trotzdem ging sein Kanal dann vor 4 Jahren zu Ende. Bei JF Not Kennedy ist sogar noch krasser, weil die letzten Videos kamen eigentlich alle sehr gut an sogar. Trotzdem auch hier seit 3 Jahren kein Upload mehr. Also gehe ich davon aus, man hat einfach keine Lust mehr auf YouTube-Videos. Und natürlich, so kann Kanal auch ein Ende finden. Dass ich einen von den beiden ein ganzes Video widme, habe ich irgendwie bisher nie so richtig gefühlt. Sollte aber jetzt im Laufe des Videos mal irgendeine Person dabei sein, wo du sagst, okay, dazu brauchen wir ja unbedingt ein Video, dann gerne mir schreiben, ja. Trending Robin! Mein Name ist Trending Robin, yeah! Boah, bei dem bin ich richtig gespannt, ob er den noch kennt, weil der hatte nur so ein halbes Jahr lang so einen richtigen Hype und ich... Also, Chat, ganz ehrlich, wie wild waren die damaligen YouTube-Zeiten? Also, auf einer Skala von 1 bis 10 waren die damaligen YouTube-Zeiten safe eine 100. Ich habe den Eindruck, oder ist das jetzt nur mein Eindruck, dass die YouTube-Bubble sich so ein bisschen verändert hat und vielleicht in... einiger, nicht in jederlei Hinsicht ein bisschen seriöser geworden ist, will ich meinen. Oder ich bin in einer anderen Bubble unterwegs als früher.
Aber was ist denn das für ein Content? Alter, das ist ja richtig wild. Ich glaube, zu seinen Höchstzeiten so 140.000 Abonnenten. Bekannt war er aber auf alle Fälle zu der Zeit, also hier eine Aufnahme von einem Fantreffen und der war auch zum ersten Deadvideopreis eingeladen, also der war schon Teil der Szene definitiv. Sein Kanalkonzept dagegen war sehr spannend, er hat so dumme Facebook-Posts vorgelesen und dann vor allem diese schreiend kommentiert und das wiederum nicht bei sich zu Hause, sondern halt eben draußen beim Spazierengehen. Ich verlieb mich nie, weil die meisten Menschen einfach nur scheiße sind und darauf kriegt er 1000 Likes. Du Like-Geiler. Ah, ich bin Justin Bieber mit schwarzen Haaren. Und dann alle voll süß. Die Frisur, die war in, als die Merkel noch jung war. Stell mal vor, du gehst da irgendwie gerade durch den Wald mit deinem Hund spazieren oder so und du hörst den einfach nur so schreien. Ich wollte es gerade sagen, aber Ceo hat sehr gut veranschaulicht. Was ist denn das für ein Pfui-Trottel? Ja, er war teilweise ziemlich gemein und ich kann mich auch erinnern, dass er auch einmal angezeigt worden ist und deswegen hat er das Format dann auch beendet und hat andere Dinge ausprobiert, aber die kamen dann wiederum nicht mehr so gut an. Auf seinem Kanal findet man mittlerweile überhaupt nichts mehr. Selbst sein Abschiedsstatement kann man nur in einem alten Hey Newstime-Video finden. Das war's, es ist vorbei. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe eigentlich schon mein Leben lang nie Sachen gemacht, die mir keine Lust machen oder auf die ich keinen Bock habe und ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf YouTube und von daher höre ich damit einfach auf. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Sehr besonders ist, die es so in der Form auch noch nicht gab, dass ein so großer YouTuber so unherzlich von YouTube Abstand nimmt und alles dann, ja, quasi den Schermhaufen dann vor die Füße der Zuschauer wirft. Oh, buhu. Ach so, by the way. Ich glaube, also manche YouTuber werden es bestimmt bereut haben. Weil wenn man sieht, wie die Plattform sich entwickelt hat, und ich mag YouTube super gerne, ich glaube, YouTube hat auch in Zukunft unfassbar Potenzial und die haben sich echt nochmal seit einigen Jahren positiv entwickelt. Viele YouTuber, die aufgehört haben, kann ich mir vorstellen, dass sie es bereuen. Hey Newstim ist bei mir auch hier auf der Liste, aber ja, auch bei dem fühle ich kein ganzes Video. Es geht nun weiter mit Gomme HD und alle anderen Minecraft-YouTuber. Ja, egal ob LP mit Kev, Rotpilz. Hey, LP mit Kev, das könnte auch mein Kanal sein. Petrit oder eben halt Gomme HD. Es gab eine große Anzahl an Minecraft-YouTuber, die nachdem Minecraft so ein bisschen aus dem Hype verschwunden ist, halt ihren Kanal nicht mehr halten konnten. Ein Early Boy, ein Let's Fill, Delay LP, Minecraft Expert, Phasen HD oder Zander und noch so viel mehr. Viele davon haben einfach komplett aufgehört oder andere machen es nur noch so hier und da, so ein bisschen hobbymäßig. Die meisten haben das so von 2012 bis 16 von Projekten wie Minecraft Varo, Hero, Aura und so weiter halt profitieren. Und klar, wenn diese Projekte... Ja, und wisst ihr, was das Krasse ist? Und ich bin so froh, dass ich mehr oder weniger einen anderen Lebenslauf genommen habe. Viele dieser YouTuber haben quasi angefangen, als sie 16, 17, 18 waren, whatever. Viele dieser YouTuber haben niemals eine Berufsausbildung gemacht, haben niemals studiert und haben quasi gar nichts gemacht. Und klar, die haben mit YouTube viel Geld verdient und man kann nur hoffen, dass die so ein bisschen Geld auch gespart haben. Weil du stehst dann einfach vor dem Nichts. Und das ist bei mir ja das Gute, wenn ich mit YouTube quasi aufhören würde, was ich absolut nicht vorhabe, das ist so mein Leben aktuell, ich mag das ultra gerne, auch Twitch, ihr wisst Bescheid, sonst würde ich nicht hier stehen, dann hätte ich zumindest noch eine Berufsausbildung und ein Studium. Wisst ihr, was ich meine? Also da kann relativ wenig mir passieren, weil wenn YouTube nicht mehr laufen sollte oder Twitch nicht mehr laufen sollte, geh ins Krankenhaus, wieder Vollzeit, ist doch egal. Oder geh in der Pflegeschule wieder unterrichten, ist doch egal, das macht mir auch Spaß. Vorbei sind, dann wären natürlich auch wieder manche Kanäle halt auch wieder unspannend. Und von solchen Beispielen gibt es natürlich auch bei Fortnite-Kanälen eine Menge. Also es ist voll schwer, hier wirklich alle aufzuzählen. The Chris Test Show! Servus, Leute! Ja, Chris Test war... Wer ist das? Ein Comedy-Kanal mit über 500.000 Abonnenten, den ich selber sehr gern geschaut habe. Erwachsene, die wegen jeder... Niemals gesehen. Niemals habe ich diesen Menschen gesehen. Der Kleinigkeit rummeckern müssen. Mensch, Christian, guck doch mal, wie es hier wieder aussieht, wie im Schweinestall. Der Rollladen hängt schräg, das T-Shirt ist total verkrummt. Ich sag euch eins, in dem Zeitalter von TikTok und Shorts wäre der viral gegangen as hell. Was ist denn das? Eine Waffe? Die gehört doch in den Schrank. Ey, damals war das lustig. Und schaut heute einen offiziellen YouTube-Buch von Christoph Krachten. Da war er sogar mit drin. Doch irgendwann ist er von Comedy weggegangen zu halt Pranks und vor allem halt zu Gold-Digger-Pranks. Also ohne Scheiß, der hat den... Oh, Leon Mascher-Style. Aber das klickt sich ja millionenmal. Das tut mir wirklich im Herzen weh, weil das halt alles ultra-fake ist, ne? Boah, oft durchgeführt. Also, weiß ich nicht, ob seine Videos jetzt fake waren, aber
Chat, 90% dieser Inhalte sind einfach gestellt. Das ist, also, vielleicht feiern das die Kinder, aber wenn, sobald du weißt, dass das Fake ist, macht das doch keinen Spaß mehr. Und wenn ich oft sage, meine ich sehr, 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 sehr oft. Bei diesem Prank testet man, ob eine Frau, die zuerst einen Korb, doch auf einen Bock hat, wenn man irgendwie mit Reichtum halt protzt. Am besten halt mit dem Auto, weil das macht sich halt gut auf dem Thumbnail. Ich hab leider keine Zeit, also tut mir echt voll leid. Eigentlich habe ich nur meine Flasche geholt, die ich da angestellt habe. Aber okay. Also hast du doch wieder Zeit. Oder doch keine. Also, wie bewertet ihr das? Ich glaube, da ist nichts real dran. Da ist ja mal gar nichts real dran. Hast du Zeit, so, aber ich leider jetzt nicht mehr. Ey, meine Fresse. Ja, ja. Nur mal so an der Stelle, es ist nicht abwegig, dass diese Pranks alle gestellt sind, weil es wäre viel zu aufwendig, sich so einen Sportwagen auszuleihen und dann hoffen, dass man irgendeine Frau findet, die genau richtig reagiert für das Video und man so einen tollen Prank hat. Also es wäre schon übelster Zufall, man muss den Ton von der Frau gut auffangen und sie darf vor allem den Kameramann ja nicht sehen und hier, ganz ehrlich. Ey, du, ignorier mich einfach, Chris, mach weiter, das wird Premium-Content. Also hoffentlich verstehen die Leute, die solche... Ja, als Creator sieht man sich diese Videos halt einfach aus einem anderen Betrachtungswinkel an, ne? Da muss irgendwo eine Kamera sein, wie Theo schon sagt, Ton muss aufgenommen sein, der Prank muss ja auch klappen und so weiter und so fort, ne? Das sind so viele Eventualitäten, es ist safe, dass das nicht real ist. Aber ich sag euch ehrlich, die Kinder von, keine Ahnung, 8 bis 16 oder was, I don't know, die glauben das und dann, wenn es denen Spaß macht, bitteschön. Pranks feiern, dass das Ganze halt natürlich nicht echt ist. Gut gemacht, viele Frauen denken immer an Geld. Da sieht man mal, dass Frauen nur auf Kohle achten. Ein weiterer Beweis, dass man sieht, dass 90% der Frauen nur auf Geld oder auf schöne Autos aus sind. Ja, wir wissen alle, 90% der Frauen sind nur auf Geld aus. Bro, ich bin 14 und glaub, dass... Ja gut, es gibt immer Ausnahmen, ne? Ach du Scheiße. Also ja, hoffentlich kann man gut verstehen, dass ich ab da aus Chris Test nicht mehr geschaut habe. Und leider waren am Ende diese Videos sogar noch einiges erfolgreicher als alle seine Comedy-Videos zuvor. Denn auch irgendwann hat man ja auch keinen Bock mehr, auch solche Videos zu produzieren und deswegen ging der Kanal dann vor 2 Jahren zu Ende. Ja, 18.000 Aufrufe im Vergleich zu 2,5 Millionen, hier 20.000. Also ihr seht richtig, wie das abgekackt ist. 33.000, 20.000, 18.000. Und ich sag euch ehrlich, 18.000 Aufrufe für einen Kanal mit 500.000 Abos, boah, schwierig. Raised! Alter, stimmt, ja, Raised, ne? Sein Kanal ist komplett dicht, egal ob YouTube oder Instagram. Bekannt wurde er durch keinen geringeren als Simon Unge. Falls euch gefallen hat, einfach nämlich nach oben da, antwortet nämlich... Lol, was war das für eine Zeit? Ich sag euch eins, und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht... Aber so Typen mit so einem Stirnband ist schon attraktiv. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann euch überhaupt nicht beschreiben, warum ich das so sehe. Aber ich finde mit einem Stirnband, keine Ahnung, ob die mir so Survival-Kicks geben, I don't know. Aber irgendwie feiere ich das. Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auch vorbeischauen. Er hat dann einige Vlogs produziert und auch so einen Bus gehabt namens Bob, mit dem er dann so durch Deutschland gereist ist. Aber so schnell, wie der Hype durch Simon Unge kam, ging er dann auch wieder weg und deswegen kann man auch mehr nicht zu ihm sagen. Der Hacki! Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Hacki hier. Zugegeben, so richtig groß war sein Kanal nie, doch irgendwie war er trotzdem halt sehr vielen Leuten ein Begriff. Ähnlich wie bei Wilhelm Kramer LP. Das ist klar. Was ich über ihn noch weiß, ist, er war der Typ, der Rezo, The Changeman und halt eben auch mich zur Roast Yourself Challenge halt nominiert hat. 2 Jahre, 40k und hält sich echt für wichtig, doch du bist nur eine Nullnummer. Völlig richtig. Ey, ich hab... ohne Witz, letztens noch drüber nachgedacht, weil ja irgendwie jeder TikToker, YouTuber, whatever, bringt ja einen eigenen Song raus. Die können ja alle auch nicht singen, aber durch die, ja, keine Ahnung, wie heißt das, Autotune und die ganze Geschichte da, kann man halt seine Stimme immer auch gut darstellen. Ich sehe mich da irgendwann mit einem Exposed-Song, Leute, ehrlich. Nominiere nun Rezo, The Changeman und Theo, dass sie sich ebenfalls selber fertig machen. Vor 5 Jahren hat er noch zur WM-Zeit ein Orakelformat gemacht. Also ähnlich wie die Krake Paul, halt bloß halt mit seinem Hund halt eben. Aber danach hat er seinen Kanal komplett an den Nagel gehängt. Darum! Und Obacht, hier, da ist sie. Ich mach's aber kurz. Ey, ich kenn bis auf Fabian Grischkart, ich habe keinen einzigen gekannt bisher. Ich weiß nicht, was mit mir los war, wo ich zu dieser Zeit war, aber ich kenne die alle nicht.
Beides waren Beauty-YouTuber, die ihren Hype irgendwie im Gegensatz zu Bibi und Dagi nicht halten konnten. Darum hatte über 1 Million Abonnenten, aber heute sind alle Videos einfach offline. Und Obacht hatte vor 9 Jahren einen ordentlichen Hype. Vor 2 Jahren ging der Kanal dann trotzdem zu Ende. Warum genau, das weiß ich nicht. Also ich habe beide eigentlich nie wirklich verfolgt. TV und Spring. Den Cheeseburger in der Hand sind wir am Start. Marc und Sven wieder da, der gleiche Scheiß wie letztes Jahr. Okay, wie war das nochmal? Ich glaube, Braid TV war der Cousin oder so von Heiko und Roman Lochmann. Also, er heißt mit Nachnamen auch Lochmann. Also kam er eben zusammen mit seinem Kumpel Spring. Warte, was? Hä? Ich muss das nochmal ganz kurz. Was war mit dem Lochmann? Sven wieder da, der gleiche Scheiß wie letztes Jahr. Okay, wie war das nochmal? Ich glaube, Braid TV war der Cousin oder so. Ach, der Cousin von... keine Ahnung. Von Heiko und Roman Lochmann. Also, er heißt mit Nachnamen auch Lochmann. Also kam er eben zusammen mit seinem Kumpel Spring halt sehr gut in die YouTube-Szene rein und die haben eben zusammen, ja, sehr viele Comedy-Videos gedreht. Cheeseburger hoch, heb die Cheeseburger hoch, hey! Cheeseburger hoch, heb die Cheeseburger hoch, hey! Beide hatten recht schnell über 100.000 Abonnenten und sind mit ihrem Song dann sogar auf den Videodays 2014 aufgetreten. Cheeseburger hoch, Cheeseburger... Lol, wie groß waren denn die Videodays? Hä? Ich war doch auch, waren das nicht die Videodays, wo ich auch war letztes Jahr? Also Chat, ich wäre auch bei den Videodays gewesen und die waren im Palladium. Das waren safe die Videodays. Doch, safe. Oh, wie groß waren die denn da? Da also im Palladium war, das war schön gemacht, keine Frage. Ja, 2014, das weiß ich. Aber wie groß? Also heute ist es nicht mehr so groß, beziehungsweise ich meine, ich war letztes Jahr auch bei den Videodays und die waren nicht so groß. Das Videodays Festival, ach so, gibt's das immer noch? Guck mal, was bin ich für ein Creator, ich weiß es alles nicht. Am Ende wurde dann meines Wissens nach der Cutter von Joyce ill. Also beide Kanäle gingen dann einfach somit einfach zu Ende. Joyce selber lässt zwar heute noch Videos hoch, aber auch sie hat bei weitem... Boah, okay. 1900 Aufrufe ist halt wirklich schade, ne? Also, die gibt sich halt Mühe und dann 1000 Aufrufe ist ein bisschen... Naja, schade, schade. Hätte nicht mehr den Hype, den sie früher zu Waititi-Zeiten so hatte. Von Joyce könnte ich jetzt wiederum zu Ponk rüberwechseln. Das war auch so ein ganz großer Kanal von Mediakraft, aber... Vielleicht widme ich denen sogar noch ein Video. Clemens! Ich dachte erst, hä? Tomatolix? Bist du's? Nein! Ja, 2011 hat Clemens mit seinen ersten Videos begonnen. Hey, Leute! Willkommen zu diesem neuen Kanal. Seinen großen Durchbruch hatte er dann mit Facebook-Fails und danach halt mit WhatsApp-Fails. Komm zurück, ich will nicht streiten. Ich komm erst wieder heim, wenn du dich bei mir entschuldigt hast. Für was denn? Du hattest definitiv kein Hotel auf der Schlossallee. Wegen was Beziehungen alles auseinandergehen. Was ist das denn? Hat er seinen Fernseher da auf einem Karton stehen? Das ist mal die Junggesellenbude Number One. Fernseher auf dem Karton? Daneben einfach eine Steckdosenleiste, daneben eine PlayStation 4 ist es, glaube ich, und daneben ein Festnetztelefon. 10 von 10, fühle ich zu 100%. Und daneben war irgendwie einfach nur so ein Regal irgendwie, was komplett leer war. Ich schwöre euch, so sah meine erste Wohnung auch aus. Beziehungen alles auseinandergehen können. Diese Formate waren ein absoluter Selbstläufer. Man musste einfach nur die ganzen Chats vorlesen. Die Thumbnails sahen eigentlich alle immer gleich aus. Aber irgendwann geht auch dieses Format mal zu Ende, weil, ja, diese ganzen Nachrichten, die doppeln sich ja irgendwann doch so auf irgendeine Weise. Und ich glaube auch, dass Clemens irgendwann auch nicht mehr so viel Bock hatte, einfach immer nur das zu tun. Es gab viele andere Formate, die im Vergleich zu WhatsApp-Fails halt nicht ganz so gut performten. Ja, du musst halt irgendwie, und bei dem Problem bin ich ja auch, du musst irgendwie deinen Kanal so ein bisschen mit der Zeit wandeln. Du kannst nicht immer nur das Gleiche machen. Also meine Thematik ist ja hauptsächlich, kein Surprise an der Stelle, hauptsächlich dieses Exposen. Ich habe aber auch andere Videothematiken, die sich auch für meine Verhältnisse gut klicken, natürlich ausbaufähig sind, ja. Aber die meisten gucken doch meine Inhalte auf YouTube, weil ich diese Krankenpflegekräfte oder allgemein expose. Und irgendwann ist das vielleicht auch nicht mehr so spannend für die Zuschauer und ich muss auch mit der Zeit gehen. Und wenn du quasi nur einen Account hast, der darauf aufbaut, WhatsApp-Fails vorzulesen, das guckst du dir halt auch 30, 40 Mal an. Ja, und dann, weiß nicht, dann bist du da durch mit der Geschichte. Kurz gab es sogar noch mal ein kleines Comeback der WhatsApp-Fails, aber auch das war dann nicht mehr dasselbe einfach. Aber hier glaube ich wirklich, Clemens Alive könnte dir locker ein Begriff sein. Leute, ich sehe gerade, ich bin nicht einmal mit der Hälfte durch hier. Ich meine, Flo vloggt, Marspad, dickes Ding. Alter Schwede, motherfucking Mert Matan! Mert Matan, den kenne ich aber, den kenne ich nur durch die lustigerweise auch Exposed-Videos von Mimi.
Bitte nicht. Von daher machen wir es so, schreib du mir einfach gerne, wer hier noch eigentlich genannt werden müsste. Aber aus all den Beispielen kann man eine Sache lernen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn man sich eine Community aufbaut, dass diese dann auch für immer bleiben wird. Von daher sollte jeder Creator für jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag glücklich sein, wenn da draußen noch Zuschauer sind, die Bock auf die Inhalte hat, die man so... Safe. Fühle ich zu 1 Million%. Deshalb sage ich auch immer, ich bin total froh, dass sich meine Videos gut klicken. Also gut, also andere YouTuber würden zu meinen Klicks halt sagen, ultra wack. Ich sage gut, ich freue mich über jeden einzelnen von euch und deshalb bin ich auch jeden Tag dankbar und fühle ich als Creator zu 1000%. Produziert. Also ja, Leute, ich bin dankbar, dass ihr da seid. Ich meine, Leute, ich bin jetzt dann bald in meinem 12. YouTube-Jahr. Ja, mein Kanal. 12 Jahre. Mensch, dann wäre er jetzt schon so in der 6. Klasse. Würde so langsam sich für Mädchen interessieren und vermutlich so halt schon ordentlich gemobbt werden. Szenario frei erfunden. Aber ja, das war zumindest ein Teil von meiner Liste. Sammy Slimani, alter Schwede, wie konnte ich den vergessen? Das ist Twitchy, Twitch-Song. Ja, Sammy Slimani sieht man doch trotzdem ab und zu noch, oder? Like auf jeden Fall da, sehr, sehr gutes Video. Denkt dran, wenn ihr Emma-Matratzen euch gönnen wollt, macht das unter anderem mit dem Code von CEO. Ich glaube, Alpha Kevin hat auch einen aktiven Code. Ne, haben wir gestern gesehen. Falls ihr meine Reaction bis hierhin geguckt habt, dann lasst doch gerne meiner Reaction auch ein Like da. Und was schreiben wir als Algorithmus-Kommentar rein? Comeback. Schreibt einfach mal Comeback rein. Weil vielleicht kriegt ja irgendeiner der YouTuber irgendwann mal ein Comeback. Also danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zur nächsten Reaction und tschö.